Meint ihr, wenn Yumi nicht so eine Katze wäre, sondern ihr Charakterdesign halt so irgendwie so ein cooles Design wäre, dass die Leute die Champ weniger hassen würden? 90 Minuten noch, Leute. Endspurt. Öffne bitte die Queue jetzt. Geht's dir mental nach 10 Stunden, Yumi? Ja, ich freue mich gleich, fertig zu sein. I'm tilted already open. Na gut. Das ging wieder ratzfatz. Ciao. Easy Spade of my life, Alter. Ja, ich bin voll daneben gegrindet mit der Maus. Oh mein Gott, das war so bad. Oh no, nur weil ich meine Q gemisst habe, Alter. Was machen die, Alter? What the fuck am I witnessing? Wo ist der Joni unten? Der ist ja wirklich tilt. So Master 100 Punkte, das ist auch so eine Fiesta mittlerweile. Das ist crazy. Was machen die aber auch, die Gegner? Hä? Ich krieg Damage da drin, oder was? Das war's ja überhaupt nicht, Viego. Sieht doch gut aus, das Game. Meint ihr, wenn Yumi nicht so eine Katze wäre, sondern ihr Charakterdesign halt so irgendwie so ein cooles Design wäre, dass die Leute die Champ weniger hassen würden? Nicht so, Yumi ist more hated als Teemo. Ich denke, es gibt keinen Champ, der mir mehr hated ist als Yumi. Dann entscheidet 90% der Spiele, das ist Schwachsinn. Wobei, wenn du weißt, dass Jungle 90% der Spiele entscheidest, kannst du ja darum rumspielen und deinen Jungle als Assisten. Wenn du das besser als die gegnerische Rolle machst, solltest du ja einen guten Vorteil daraus ziehen können. Mein Beileid für den heutigen Stream. Ey, Spaghetti, dankeschön. Ja, sind ja bald fertig. Es ist halt Solo-Queue. Ne? Du kannst halt die Champs im Jungle nicht komplett weak machen, nur weil es in Solo-Queue crazy ist. Aber dann im Competitive ist es halt einfach nur noch ein Assist-Bot wie früher. I don't know. Ich finde das Game macht Bock. So. Man braucht sich auch nicht immer über alles komplett aufregen, finde ich. Da ist Jungle stark, aber das ist halt einfach die Rolle, die für Solo-Queue am besten zugeschnitten ist. Genau wie Support auch super gut für Solo-Queue zugeschnitten ist. Wenn einem das nicht passt, so, dann sollte man halt die Rolle entweder spielen oder das Spiel nicht spielen. Weil du kannst nicht erwarten, dass eine Rolle, die über die gesamte Map laufen kann, so wie Support und Jungle, nicht stark an Solo-Queue ist. Das geht nicht. Also selbst wenn die Gems keinen Damage machen würden, würdest du trotzdem am meisten Impact haben, weil du halt jede Lane bespielen kannst und entscheiden kannst, wo du Leads holst. Und nicht auf deine Lane gebunden bist wie ein ADC oder ein Top-Laner. Und das, was viele halt auch nicht sehen, ist halt, also Jungle ist halt auch super einfach zu blamen. So, wenn der gegnerische Jungler dich killt und du stirbst und dein gegnerischer Jungler in der Zeit nicht oder dein Jungler in der Zeit nichts holst, dann denkst du dir so, yo, lol, warum gankt der und mein Jungler macht nichts? Aber du kannst ja auch einfach versuchen, nicht zu sterben und dein Jungler kriegt dann mega den Lead. So, das ist halt, aber so funktioniert ja die Low-Elo-Brains nicht oder nicht mal, also High-Elo selbst nicht mal. So funktionieren unsere Gehirne einfach nicht. Wir sehen, oh, der hat uns gekillt, mein Jungler hat nichts geholt, der Jungler ist besser. Dass du 80.000 Möglichkeiten hast, an diesem Gank nicht zu sterben, das ist ja dann immer dir erstmal egal, weil du ja erstmal die Schuld, wenn du anders suchst, weil Menschen halt so funktionieren. Scheint einer der wenigen Streamer zu sein, der das nicht so sieht. Wenn ein Platin-Spieler Games spielt, wird er Diaclimb irgendwann in Low Master landen. Hä? Nein! Wenn er nicht besser wird, wird er nicht Platin-Climb. Wird er nicht Climb? Was ist das für eine dumme Aussage? Das ist so dumm, mir fällt er nicht mal. Also, was? Wenn er Games spammt, wird er halt logischerweise vielleicht besser und kann dann Platin oder Dia kommen. Aber wenn du die ganze Zeit gleich gut bleibst, wirst du auch nicht climben. Was ist das für ein Schwachsinn? Warum sollte das so sein?
Vor allem so funktioniert das System ja nicht mal. Das System ist ja, also, hä? Vor allem nur, weil du Game spammst, es ergibt einfach keinen Sinn. Ich kann es nicht mal argumentativ zerlegen, weil es einfach null Sinn ergibt. Auf welcher Basis beruht diese Argumentation? Dass Leute so eine Wissenschaft aus diesem ganzen Ding machen. Wenn du gut bist du oben, wenn du nicht gut bist du unten. Ist doch voll easy. Das Paradoxe daran ist ja, dass es sogar gleichzeitig der Grund ist, warum sie nicht climben. Aber das ist ja die Argumentation gerade. Du meinst, dass jeder, der sich hinsetzt, ein Champion spielt, hat einfach 51% Winrate und macht dann 1000 Games und ist dann Challenger. Das ist so abstrus. Das ist, als ob du sagst, so, du musst einfach nur mehr Geld verdienen, als du ausgibst, dann bist du irgendwann Millionär. Easy. Wie es andere mal gesagt haben, soll jeder climben können, der Games spammt und tryhardet. Das sind ja nicht meine Worte. Nur fand ich diese Aussage durch, dass man auch besser wird nach hunderten von Games. Ja, sicher. Das ist ja aber nochmal ein ganz anderer Schnack. Du hast gesagt, jeder, der 1000 Games spielt und 51% Winrate hat, wird irgendwann von Platin auf Master auf. Das ist jetzt ein völlig anderes ganz andere Aussage, die du tätigst. Wenn du besser wirst, das ist ja die Krux an der Sache. Aber nicht jeder wird ja in dem Game besser. Nicht jeder kann Challenger-Skill erreichen. Weil das ist doch was, also das ist ja eine ganz andere Aussage als die erste. Jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Es gibt Leute, die können 3000, 4000, 5000 Games spielen und die werden nicht aus Gold rauskommen. Egal, wie soll er sich's versuchen. So, dass viele Leute in Gold auch nicht komplett aus Optimum rausholen mit Tryhard und Fehleranalyse und so, das ist auch klar. Aber zum Beispiel ich werde auch niemals, egal wie doll ich es versuche, werde ich in der ACS spielen werden. Jeder Mensch hat irgendwie ein bestimmtes Cap. So ist es halt einfach. Wir sind halt in unterschiedlichen Sachen unterschiedlich gut. Und darauf ist das System ja auch aufgebaut. Es kann nicht jeder Challenger sein. Das System programmiert ist, dass eine bestimmte prozentuale Verteilung herrscht. Das ist ja ein Pyramidensystem. Ohne die Basis gibt es die Spitze nicht. Und trotzdem ist es in dem System so, dass wenn du gut, also du bist, das System bei League ist halt schon sehr gut so. Also du kommst dahin, wo du hingehörst. Dauert zwar ein bisschen, so nicht nach 10 Games, aber auf Dauer kommt jeder dahin, wo er hingehört. Das ist ja auch eigentlich so suspekt. Ich glaube, Platin oder so, das ist top 15% oder so. Aber frag mal einen Random League-Spieler, ob Platin gut ist. Die sagen alle nein. Und wenn du in anderen Sachen sagst, du bist, keine Ahnung, von allen Menschen auf der Welt die Top 15% an Leuten, die gut malen können, würden alle sagen, krass. Aber bei League ist es peinlich, Platin zu sein, gefühlt. Ist so schade, dass so Leute so viel auf Rank geben. So. Ich bin auch jemand, ich zock sau gern Ranked. So. Ich messe mich auch gern mit anderen. Aber mir macht das halt einfach Spaß. Und wenn ich jetzt, mir würde es auch Spaß machen, wenn ich in Gold wäre, so. I full clear until we FF. Junge, die Leute sind alle so wütend. Das ist so geil. Junge, hier ist eine Scheißfalle. Stirb, Caitlyn. Kriegen wir nicht. Das ist aber auch schon eine absolute Fiesta, das Game hier. Was ein Game. Mit sowas, die Leute sich das alles recht machen. Ja, das ist crazy, wie delusional Leute werden können, nur. Ja, also nicht mal um ihr eigenes Versagen zu rechtfertigen. Ist ja nicht schlimm, wenn man nicht climbt, so, aber. Also, um andere Gründe zu finden, außer sich selbst. Das ist übel creepy. Laufen die Games bisher Win-Loss-Technik. Ich glaube, wir sind jetzt bei 9-9, Leute. Das neue Layout sollte so immer bleiben, ist geil. Irgendwie sowas. Ah, nein, das hat sie mich verkauft. Scheiße. Wirklich ist das süßes Kätzchen im Overlay, auf jeden Fall, mit Abstand. Wisst ihr, was mich gerade richtig schockiert, Leute? Der Typ hier hat 2002-05-02 als Namen. Und wenn das dein Geburtsdatum ist, bin ich gerade die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der 8 oder 10 oder 12 ist. Weil der ist ja einfach 20. Scheiße, ich bin so alt, Mann. 2002 sind einfach 20. Ich werde 29 im Februar, ja. Sogar Sola ist schon 26 oder sowas. Sola! Nein. Lass mich in Ruhe, Jon. Ich bin nur eine kleine Katze. Wo kommen wir beide jetzt? Bis ans Ende der Galaxie. Schnabuliert. Ist das Game actually winnable? Wukong mit Yumi auf dem Rücken ist auch schon sehr disgusting für die Caitlyn. Ey, bleib bei mir, mein Affe. Der LP hast du in 2 Stunden verloren. Ich bin gerade genau even, glaube ich. Plus minus 0 gerade. Ja, wichtig, ein Elder Drake vom Ding ist runter. Wir sollten trotzdem nicht fighten. Wenn wir auf Caitlyn durchkommen. Oh. Yeah.
Ey! Ja, gut, GG. Schade. Ich habe jetzt noch eigentlich noch 13 Minuten auf der Clock. Aber Franzi ist jetzt gestrandet am Bahnhof und müsste 30 Minuten auf der Bahn warten. Aber wir sind ja sogar im Plus. Nein, wir sind 2 im LP im Minus. Gut, Leute, dann bin ich durch. Das waren die 12 Stunden Stream. Es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Hat actually, ja, das will ich nicht sagen, Spaß gemacht hat, ne? Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. So, ich muss aber jetzt los, sonst muss Franzi noch länger warten. Bis dann. Dankeschön, Leute.